Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier mal an einem der ersten Band 28, also LTE 700 Standorte. Man sieht hier im Hintergrund schon das Brückencenter-Logo. Wir sind nämlich am Brückencenter in Ansbach und haben hier selbstverständlich auch ein SDR dabei, mit dem wir uns hier gerade mal den Downlink angucken. Und wir sehen, der Downlink ist ganz gut da. Ja, das ist ungefähr so, wie man das erwarten würde. Ja, allerdings das Kuriose ist jetzt ein bisschen, also zunächst mal hier die Frequenz. Die können wir hier sehen, nämlich 708,8 ist der Uplink, dann 763,8 der Downlink. Und bei meinem iPhone allerdings hat er sich jetzt, wir gehen mal hier rein. Genau, hat er sich jetzt nicht da drauf, also er geht jetzt nicht da drauf, warum auch immer. Jetzt ist er gerade wieder auf Band 3. Ja, genau. Misst jetzt gerade nur Band 3. Carrier Aggregation haben wir auch keine. Gut, aber wir schauen uns das jetzt mal in dem NSG Network Signal Guru an, wie das hier aussieht. Wir sehen also, wir sind tatsächlich mit Band 28 APT drin. Hier sind mal die ganzen Informationen. ULCA off. Genau. Ja, könnte auch mal passieren, um das gegebenenfalls anzugucken. Wir machen mal einen kleinen Speedtest. Und das ist jetzt nicht mehr so viel. 16. Ja, gut. Vorhin waren es mal so 30. Aber ja, funktioniert auf jeden Fall mal. Was haben wir da für eine QAM gerade gehabt? 64, 256. Ja gut, ist ja auch stark genug, dass der hier auf 256 hochgehen kann. Es schwankt hier alles ein bisschen. Ich habe das Gefühl, man sieht es oben am Sine auch ganz gut, dass wir hier einfach zu nah dran sind und demnach sich das hier wieder auslöscht. Was ja schon sein könnte an dem Mauerwerk und so hier. Aber wir gehen mal ein bisschen runter und gucken mal, ob ich das auch automatisch nochmal reinkriege. Weil hier haben wir es jetzt wirklich das Band locken müssen, damit es ging. Also so von alleine hat er sich ja nicht dazu entschlossen, sich damit zu verbinden. Gut, so viel mal dazu. Hier sehen wir nochmal kurz die Antenne. So sieht das hier aus. Da gehen auf jeden Fall einige Käbelchen runter. Wie wir hier sehen können. Gehen dann hier rein und da hinten ist der Technikraum. Ja, wir schauen jetzt mal runter.